5. Mai 1796. Napoleon zieht in Mailand ein. Er wird als Befreier von der österreichischen Fremdherrschaft begrüßt. Wir sind gekommen, um eure Ketten zu brechen, verkündet Napoleon. Unser Kampf richtet sich nur gegen die Tyrannen, die euch versklavt haben. Napoleon ist nicht nur ein siegreicher General. Als Chef der provisorischen Regierung Italiens greift er nach der Macht. Er beschließt, seinem Glücksstern zu folgen, denn er fühlt sich zur Herrschaft berufen. Große Männer werden groß, sagt er, weil sie imstande sind, das Schicksal zu beherrschen. Was gewöhnliche Menschen Glück nennen, ist ein Merkmal des Genies. Ich werde außer mir sein, wenn ich heute keinen Brief von dir habe, schreibt Napoleon an Josephine. 500 oder 600 der schönsten Frauen Mailands versuchten mir zu gefallen, aber ich konnte nur an dich denken. Ich schätze den Sieg nur, weil er dir Vergnügen bereitet. Wie glücklich ich wäre, dürfte ich dir beim Auskleiden helfen, deine kleine weiße Brust. 1000 Küsse auf deine Augen, deine Lippen, deine Zunge, überall hin. Napoleon sehnt seine Frau Josephine herbei. Doch die weigert sich, Paris zu verlassen. Josephine ist verliebt in einen hübschen, jungen Leutnant der Armee. Sie betrügt Napoleon mit einem Offizier, der sicher verführerischer ist als ihr Mann. Sie liebt Napoleon nicht. Sie fürchtet, sich in Italien zu langweilen. In Paris hat sie Gesellschaft und führt ein äußerst luxuriöses Leben. Wochen vergehen, ehe sich Josephine entschließen kann, ihrem Mann nach Italien zu folgen. Sie weinte, als ginge sie in die Folterkammer, schreibt ein Augenzeuge. Als Josephine in Mailand eintrifft, hat Napoleon seinen Wohnsitz, den Palazzo Serbelloni, ihr zu Ehren in ein Blumenmeer verwandelt. Hier verbringen die beiden die dritte gemeinsame Nacht ihres Ehelebens. Nach 48 Stunden kehrt Napoleon in seinen Alltag, das heißt in den Krieg, zurück. Nach wie vor stellen die Österreicher eine Bedrohung dar. Doch jetzt fügt Napoleon ihnen eine ganze Reihe schwerer Niederlagen zu. Endgültig besiegt er sie im Januar 1797 in der Schlacht bei Rivoli, 90 Kilometer westlich von Venedig. Seine italienischen Erfolge begründen die Legende seiner Unbesiegbarkeit. Verewigt werden sie in heroischen Gemälden, denn Bonaparte ist nicht nur ein glänzender Feldherr, sondern auch ein gewiefter Propagandist. Bonaparte. Von seinen ersten Erfolgen an wusste Bonaparte, dass es nicht genügt, Schlachten zu schlagen. Er setzte Bilder ein, um seine Siege in Frankreich publik zu machen. Er hatte sehr wohl verstanden, dass Kunst auch ein Mittel der Propaganda ist. Nach jedem Sieg bestellte er ein Bild. Er diktierte das Thema, die Darstellung der Personen. Er ging so weit, das Bildformat vorzuschreiben. Von Anfang an arbeitete Napoleon an seinem Bild. Er präsentierte seine Version der Geschichte. Um seine Siege zu verherrlichen, gründete er sogar zwei Zeitungen, den Kurier der Italienarmee und Frankreich aus Sicht der Italienarmee. Einige Ausgaben redigierte er eigenhändig. Über sich selbst schrieb er: Bonaparte fliegt wie der Blitz und schlägt zu wie ein Donnerkeil. Bonaparte vole comme l'éclair et frappe comme la foudre. Während sein Ruhm in Frankreich wächst,
strapaziert Napoleon die Dankbarkeit der befreiten Italiener. Wo er auf Widerstand trifft, plündert er Städte, brennt Dörfer nieder und lässt Rebellen erschießen. Viele Italiener beginnen daran zu zweifeln, dass der französische General im Namen der Freiheit agiert, besonders als er ganze Wagenladungen Gold und Silber nach Paris schickt, gefolgt von den Meisterwerken großer italienischer Maler, Michelangelo, Raphael, Tizian. Selbst die vier antiken Bronzepferde vom Markusdom in Venedig treten den Weg nach Paris an. Die Schätze sollen bald in einem Museum zu sehen sein, das die Welt später als Louvre bewundern wird. Während seiner ganzen Italienzeit hört Napoleon nicht auf, die Österreicher zu bekriegen. Nur zwei Monate nach seinem Sieg bei Rivoli hat er sie aus Norditalien vertrieben. Er setzt ihn über die Alpen nach und steht am 7. April 1797 100 Kilometer vor Wien. Unter dem Druck des französischen Vormarschs bittet der Kaiser um Waffenstillstand. Napoleon Bonaparte verhandelt selbst mit den österreichischen Gesandten. Er will Belgien, das linke Rheinufer und eine neue norditalienische Republik, die eng mit Frankreich verbunden ist. Als die Österreicher sich seinen Forderungen widersetzen, packt ihn die Wut. Er schleudert ein kostbares Porzellanservice auf den Boden. Dasselbe wird mit eurem Reich geschehen, schreit er. Euer Reich ist nichts als eine alte Magd, die sich daran gewöhnt hat, von jedem vergewaltigt zu werden. Bonaparte führt sich auf wie ein Wahnsinniger, berichten die österreichischen Unterhändler nach Wien. On a entendu ensuite des légendes sur ce sujet. Darüber gibt es eine Menge Legenden. Napoleon hatte einen cholerischen Charakter. Er konnte sogar handgreiflich werden. Als sich die Verhandlungen zu sehr in die Länge zogen, begann er erregt auf und ab zu gehen. Dabei stieß er an einen Beistelltisch und das Service ging zu Bruch. Ob durch seine Wutausbrüche und Beleidigungen, ob durch diplomatisches Geschick, Napoleon bekommt, was er will. Er diktiert den Frieden. Und zwar ohne Weisung der Regierung in Paris. Er hatte erkannt, dass seine Fähigkeiten weit über das Militärische hinausreichten. Er war ein potenzieller Staatsmann geworden. Das registrierte man nicht nur in Italien, sondern auch in Frankreich. Ende 1797 kehrt der 28-jährige Napoleon Bonaparte nach Paris zurück. Seiner Regierung überreicht er einen Vertrag, der dem Kontinent einen fragilen Frieden beschert. Jetzt führt nur noch ein Land Krieg gegen Frankreich: Großbritannien. In nur 1,5 Jahren hat Napoleon die Italienarmee in ein schlagkräftiges Heer verwandelt. Er hat Österreich bezwungen, ohne eine einzige Schlacht zu verlieren. Man führt Stücke zu seinen Ehren auf. Kupferstiche verherrlichen ihn. Er ist der Held der Nation. Die Franzosen sehnen sich nach einem starken Mann. Er soll das Chaos beenden, in das die Revolution das Land gestürzt hat. Eine Regierung löst die andere ab. Jetzt ist eine neue am Ruder. Das Direktorium, eine instabile Konstruktion, die kaum Vertrauen erweckt. Ganz Frankreich schaut auf Bonaparte. Was ist sein nächster Schritt? Im privaten Kreis sagt er, was ich bis jetzt getan habe, ist nichts. Ich stehe erst am Beginn des eingeschlagenen Weges. Ich kann nicht länger gehorchen. Ich habe die Macht gekostet und kann sie nicht aufgeben. Aber die Frucht ist noch nicht reif.
Das Direktorium ist stärker, als es scheint. 1797 wäre ein Staatsstreich verfrüht. Doch Bonaparte hat Angst, dass sein Ruhm verblasst. Er muss nach einem weiteren Feldzug Ausschau halten, bei dem er sein militärisches Können zeigen kann, ohne ein allzu großes Risiko einzugehen. Während er auf den richtigen Moment für seine Machtergreifung wartet, nimmt Napoleon exotische Ziele in den Blick. Er schlägt einen Bogen um die britische Flotte und landet am 1. Juli 1798 mit 38.000 Soldaten in Ägypten. Er will dem Kriegsgegner Großbritannien die profitablen Handelswege nach Indien abschneiden. Ägypten ist Ägypten für die meisten Europäer noch eine Art Märchenland. Das Vielvölkergemisch in den engen, lauten Souks. Die Minarette, von denen die Angehörigen einer fremden Religion zum Gebet gerufen werden. Die Denkmäler der Pharaonenzeit im Wüstensand. Bonaparte befindet sich in einem Land voller Mythen und Legenden. In einem Land mit einer großen Geschichte. Nach militärischen Einschätzungen war sein Plan vollkommen wahnsinnig. Man hielt es damals für unmöglich, dass eine europäische Armee den Orient besiegen könnte. Der Ägyptenfeldzug ist der wohl absurdeste Feldzug in der Geschichte Frankreichs. Napoleon erobert Alexandria. Bereits am 3. Juli führt er seine Soldaten durch die Wüste Richtung Kairo, der Schlacht entgegen. Seit Jahrhunderten gehört Ägypten zum türkischen Reich, wird aber weitgehend selbstständig von den gefürchtetsten Kriegern des Orients verwaltet, den Mamelucken. Sie sind bekannt für ihren Stolz, ihren Mut, ihre Grausamkeit. Den Franzosen sehen sie gelassen entgegen. Ein Mamelukenprinz nennt sie Eseltreiber. Er sagt, ich werde ihnen die Köpfe abschneiden, als wären es Melonen auf dem Feld. Die Mamelucken haben nicht die geringste Angst vor Napoleon. Stolz und Härte gehören zu ihrer Tradition. Furcht hat darin keinen Platz. Nach zweiwöchigem Marsch durch die Wüste erblicken Napoleons Männer die Pyramiden. Und 10.000 Mamelucken hoch zu Pferde. Soldaten, sagt Napoleon. Von der Höhe dieser Pyramiden schauen 40 Jahrhunderte auf euch herab. Die Mamelucken greifen an. Für ihre Schnelligkeit und Schlagkraft sind die stolzen Söhne der Wüste berühmt und berüchtigt. Sie sind großartig anzusehen. Sie preschen vor, die Pferde bäumen sich. Selbst Napoleon kann nicht umhin, ihren Mut anzuerkennen. Die Franzosen stehen in dichter Formation und warten, bis die Mamelucken auf 50 Schritt an ihre Reihen herangekommen sind. Die Mamelucken trotzten den Kanonen mit ihren Säbeln, mit Waffen, die im Grunde mittelalterlich waren. Hier begegneten sich das Europa der Zukunft und ein Ägypten der Vergangenheit. Napoleon just organized his army into
Napoleon ordnete seine Armee zu 5 riesigen Karrees. Die Soldaten standen oder knieten und feuerten. Die Mamelucken ritten um die Karrees herum und wurden bald von dem einen, bald von dem anderen Karree beschossen. Die Franzosen verloren 30, die Mamelucken 5.000, 6.000 Mann. Die Schlacht bei den Pyramiden ist nach einer Stunde entschieden. 3 Tage später zieht Napoleon mit seinen Soldaten in Kairo ein. Ich war voller Träume, bekennt er später. Ich sah mich eine neue Religion begründen, nach Asien ziehend, auf einem Elefanten reitend, einen Turban auf dem Kopf, in meiner Hand der neue Koran. Napoleons imperiale Fantasien werden bald gedämpft. Der britische Admiral Horatio Nelson überfällt die vor Alexandria ankernde Flotte der Franzosen und vernichtet sie restlos. Napoleon Bonaparte und seine 38.000 Soldaten sitzen in der Falle. Die einzige Verbindung zu Frankreich war seine Flotte. Man kann sich vorstellen, was für eine Katastrophe das war. Er war gezwungen, in Ägypten zu bleiben. Er musste Brot und Wasser in Ägypten suchen, Munition für seine Waffen besorgen. Er musste in Ägypten leben. Während Napoleon vom Mutterland abgeschnitten in Ägypten sitzt, kauft seine Frau ein neues Domizil. Den Landsitz Malmaison, 10 Kilometer außerhalb von Paris. Zu Malmaison gehören 120 Hektar Wald, Felder und Parkanlagen. Josephine genießt ihren Besitz und die Anwesenheit ihres Liebhabers. Als Napoleon von der Untreue seiner Frau erfährt, ist er am Boden zerstört. Der Schleier ist zerrissen, schreibt er an seinen Bruder. Ich habe die menschliche Natur gründlich satt. Mein Gefühl ist vertrocknet, der Ruhm ist mir fade geworden. Mit 29 habe ich bereits alles ausgeschöpft. In Kairo versucht er sich zu trösten mit der Frau eines seiner Offiziere, die ihrem Mann in Männerkleidern nach Ägypten gefolgt ist. Trotz der misslichen Lage gibt Napoleon sich unverzagt. Er residiert in einem Kairoer Palast und träumt immer noch davon, in die Fußstapfen Alexanders des Großen zu treten. Er war an der Spitze einer Armee nach Ägypten gekommen. Und plötzlich stand er an der Spitze eines Landes. Es war nicht irgendein Land, es war Ägypten. Die Europäer seiner Zeit wissen wenig über Ägypten. Napoleon ergreift die Chance, die Geheimnisse des Landes als Erster zu enthüllen. Im Gefolge seiner Armee hat er Wissenschaftler und Forscher ins Land gebracht. Mathematiker, Kartografen, Ingenieure. Ihre Erkenntnisse halten sie in einem gewaltigen Werk fest. In der Beschreibung Ägyptens. 24 Bände, Text und Bild. Napoleons Wissenschaftler beobachten Ibisse und Krokodile. Sie untersuchen Tempel, Gräber und Mumien. Sie vermessen die Sphinx. Ein Forscher findet einen unbekannten Nilfisch, ein anderer eine neue Wasserlilienart. Die spektakulärste Entdeckung aber ist ein großer schwarzer Stein mit seltsamen Schriftzeichen. Der Rosetta-Stein wird sich als Schlüssel für die Entzifferung der Hieroglyphen erweisen. Die monumentalen Bücher dieser Forscher legten den Grundstein für die heutige Ägyptologie.
Die wahren Siege, schreibt Napoleon, die Siege, die kein Bedauern hinterlassen, sind diejenigen, die der Unwissenheit abgerungen wurden. Im Februar 1799 zieht Napoleon mit 15.000 Soldaten nach Syrien. Der türkische Sultan hat den französischen Ungläubigen den Krieg erklärt und Napoleon geht in die Offensive. Nach einem schnellen Sieg in Jaffa scheitert er an der Stadtbefestigung von Akko und lässt sich auf eine Belagerung ein. Ein Angriff nach dem anderen misslingt. Die Zahl der Gefallenen steigt. Noch schlimmer als der Feind wütet die Beulenpest unter den französischen Soldaten. Die Armee war entsetzlich demoralisiert. Die Soldaten fragten sich, was tun wir hier eigentlich? Welchen Sinn hat das alles? Ägypten ist keine Bedrohung für Frankreich. Unsere Kameraden sterben sinnlos an der Pest, an Durchfallerkrankungen, im Kampf gegen einen wild entschlossenen Feind. Napoleon weigert sich, sein Scheitern einzugestehen. Ich kehre mit Gefangenen und Beutefahnen nach Kairo zurück, berichtet er nach Paris. Ich habe die Festungswelle von Akko geschleift. Kein Stein blieb auf dem anderen. Der Ägyptenfeldzug war ein Albtraum für die beteiligten Soldaten. Doch Napoleon verstand es, ihn in Frankreich propagandistisch zu glorifizieren. Hausierer boten Bilderpfeil, Palmen, Pyramiden, der General vor seinen Truppen. Die Soldaten in blitzblanker Uniform machen die Mamelucken nieder. Das sprach die Fantasie an. Am 23. August 1799 tritt Napoleon die Flucht aus Ägypten an. Seine Armee, über 30.000 Mann, überlässt er ihrem Schicksal. Zur Erklärung hat er einen lapidaren Brief verfasst. Außergewöhnliche Umstände haben mich dazu gebracht, durch die feindlichen Linien zu gehen und nach Europa zurückzukehren. Frankreich befindet sich wieder im Krieg mit Russland, Österreich und England. Bürgerkriegsähnliche Unruhen erschüttern das Land. Die Regierung in Paris hat abgewirtschaftet. Es gibt Gerüchte über einen bevorstehenden Staatsstreich. Napoleon Bonaparte hofft, Frankreichs Retter zu sein. Doch er befürchtet, zu spät zu kommen. Alle großen Ereignisse hängen am seidenen Faden, erklärte einem Untergebenen. Ich glaube an das Schicksal. Aber ein kluger Mann unterlässt nichts, was seinem Schicksal helfen kann. Am 9. Oktober 1799 landet Napoleon in Frankreich und wird jubelnd begrüßt. Das Desaster des Ägyptenfeldzugs erweist sich als Triumph der Propaganda. Was wird in den Theatern gespielt? Der Ägyptenfeldzug, der Sieg bei den Pyramiden. Als er ankommt, ist er der Mann der Stunde. Es war Napoleons Geniestreich, genau in diesem Moment nach Frankreich zu kommen und zu sagen, ihr braucht einen Retter, und das bin ich. Das französische Volk glaubte, dass Napoleon zu großen Berufen war. Auf allen Stichen der Zeit sieht man die beiden Fregatten, die Napoleon aus Ägypten zurückbrachten. Und über der ersten steht sein Stern. Auch Napoleon selbst fühlte sich zu großen bestimmt. Davon war er fest überzeugt, auf geradezu fatalistische Weise. Am 16. Oktober ist er in Paris. Wie wird er seiner untreuen Ehefrau begegnen? Sein steiler Aufstieg zu Ruhm und Macht hat das Beziehungsgefälle zwischen dem unerfahrenen Militär und der Dame aus den höchsten Gesellschaftskreisen verändert. Napoleon will sich scheiden lassen.
In seiner Stadtvilla schließt er sich ein und weigert sich, sie zu sehen. »Ich werde dir nie verzeihen«, sagt er. »Niemals.« Doch Josephine ist fest entschlossen, ihn zurückzugewinnen. Sie steigt die Stufen zu seinem Zimmer hoch und bittet um Einlass. Napoleon hält sich die Ohren mit beiden Fäusten zu. Er will sie nicht hören. Sie hämmert an die Tür und weint: »Ich habe nur dich geliebt.« Er sagt immer nur: »Nein, nein, nein.« Napoleon ist gezwungen, seine Frau weinen und betteln zu hören. Sie schwört, dass sie es nie wieder tun wird. Er solle nur die Tür öffnen. Schließlich wird Napoleon weich und gibt nach. Am nächsten Morgen erwachen die beiden in ihrem Ehebett. Josephine wird Wort halten und nie wieder fremdgehen. Napoleon beteuert, sie über alles zu lieben. Aber er vergnügt sich weiterhin mit anderen Frauen. Er ist noch keine Woche in Frankreich und schon ist die Zeit zu handeln gekommen. Feierlich tagt das Direktorium im Palais du Luxembourg. Doch seine Tage sind gezählt. Der Staatshaushalt steht vor dem Bankrott. Immer mehr junge Männer entziehen sich der Einberufung. Banden machen die Landstraßen unsicher. Die Regierung scheint hilflos. Schon gibt es Pläne, sie zu stürzen. Als die Krise sich zuspitzt, sucht Napoleon einen Weg, um die Macht an sich zu reißen. Er weiß, seine Stunde ist gekommen. Er tut sich mit einem der Verschwörer, dem Direktoriumsmitglied Sieyès, zusammen. Sieyès braucht die Unterstützung des populären jungen Generals. Der Staatsstreich, den Sieyès plant, ist ein parlamentarischer, ein politischer Staatsstreich. Gewalt soll nur eingesetzt werden, wenn etwas schief geht. Sieyès trägt die Verantwortung. General Bonaparte wird nur eine unterstützende Rolle spielen. Sieyès sieht das Ganze fatalistisch. Ihm ist klar, dass Bonaparte wichtig für den Erfolg des Staatsstreichs ist. Aber er bemerkt bald, dass Bonaparte der Schwanz sein könnte, der mit dem Hund wedelt. Am 9. November 1799 setzen Sieyès und Napoleon ihren Plan in die Tat um. Sie gingen schlicht davon aus, dass sich das Parlament selbst auflösen und eine provisorische Regierung mit einem neuen Verfassungsentwurf betrauen würde. Kein Bajonett sollte gezückt, kein Schuss sollte abgegeben werden. Um den Anschein der Legalität zu wahren, wollen Napoleon und Sieyès die Macht nicht ergreifen, sie wollen sich an die Macht wählen lassen. Napoleon rechnet mit der Hilfe seines Bruders Lucien, der dank Napoleons Popularität Präsident des Rats der 500, einer der beiden Parlamentskammern, geworden ist. Doch Lucien ist zu schwach. Er kann den Rat nicht für den Umsturz gewinnen. Sie treffen auf echten Widerstand. Die Opposition besteht darauf, dass jeder Abgeordnete seinen Treueeid auf die bestehende Verfassung wiederholt, was dann auch geschieht. Das nimmt 2 Stunden in Anspruch, während die Hauptverschwörer draußen warten und nervös werden. Besonders Bonaparte, der schließlich die Geduld verliert und meint, er muss eingreifen, um die Dinge zu beschleunigen. Er betritt das Haus, in dem das Parlament tagt, was gegen das Gesetz verstößt. Außenstehende Militärs dürfen das Haus nicht betreten. Drinnen schlägt ihm echte Empörung entgegen. Die Mitglieder des Rats sehen ihn, von Soldaten mit Bajonetten begleitet, den Mittelgang hinuntergehen und fangen an zu schreien. Ächtet ihn. Er will die Macht an sich reißen. And his brother.
Lucien beschwichtigte sie, sein Bruder wolle die Regierung doch gar nicht an sich reißen. Aber sie schrien, ächtet ihn. Bonaparte kommt gar nicht dazu, ein Wort zu sagen. Die Abgeordneten werden handgreiflich und seine Grenadiere müssen ihn in Sicherheit bringen. Er ist sichtlich erschüttert. Napoleon hat es verpatzt. Der Coup scheint misslungen, seine Chance, an die Macht zu kommen, für immer vertan. Als einige seiner Soldaten an ihrem General zu zweifeln beginnen, springt sein Bruder für ihn in die Bresche. Lucien sieht, dass Napoleon den richtigen Moment verpasst. Er lässt die Trommeln rühren, zückt sein Schwert und setzt es Napoleon auf die Brust. Er sagt, glaubt mir, Soldaten Frankreichs, wenn Napoleon danach trachtete, die Macht zu übernehmen, ich würde ihn durchbohren. Die Soldaten stürmen den Sitzungssaal. Die verängstigten Abgeordneten ergreifen die Flucht. Einige springen in Panik aus den Fenstern. Noch am selben Tag versammelt sich ein Rumpfparlament aus Anhängern der Verschwörer und beschließt die Bildung einer provisorischen Regierung, bestehend aus 3 Konsuln. Einer von ihnen ist Napoleon Bonaparte. Dieses Triumvirat ist in Wirklichkeit nur eine Fassade. Aus dem parlamentarischen Staatsstreich ist ein militärischer geworden. Damit ist nicht mehr Sieyès der starke Mann, sondern Bonaparte. Binnen weniger Wochen hat Napoleon die beiden anderen Konsuln ausgebotet, die Verfassung umgeschrieben und sich selbst zum ersten Konsul, zum Staatsoberhaupt gemacht. Als das neue Jahrhundert beginnt, ist der 30-jährige Napoleon Bonaparte Frankreichs mächtigster Mann. Die Revolution ist vorbei, erklärt er und setzt hinzu, ich bin die Revolution. Die Revolution ist sicher unter meinem Schutz, sagt Napoleon. Ich selbst bin ein Produkt der Revolution. Doch das Chaos der Revolutionszeit wird aufhören. Die Menschen sollen zu ihren privaten Angelegenheiten zurückkehren. Damit dies möglich ist, garantiert die neue Regierung Ordnung, Stabilität und Durchsetzungskraft. Der Krieg hat Napoleon an die Macht katapultiert. Nun wird der Krieg ihm helfen, sie zu sichern. Frankreich ist immer noch im Krieg mit Großbritannien und Österreich. Bonaparte entwirft einen gewagten Plan, wie er die Österreicher überrumpeln kann. Im Frühling des Jahres 1800 schickt er seine Truppen über die Alpen. 40.000 Mann quälen sich mitsamt ihren Kanonen durch Schnee und Eis über den großen St. Bernhard-Pass. Zum ersten Mal seit Hannibals Alpenüberquerung nimmt eine Armee diesen gefährlichen Weg. Der Pass ist 3.400 Meter hoch. Die Franzosen schleppten ihre Ausrüstung in ausgehöhlten Baumstämmen über die Berge. Am 20. Mai unternimmt Napoleon selbst die gewagte Expedition. Der Maler Jacques-Louis David hält das Abenteuer in einem heroischen Bild fest, das Napoleon hoch zu Ross zeigt. In Wirklichkeit überquert Napoleon die Alpen auf einem fußlahmen Maultier. Der General und seine Armee bewältigen die Strecke in nur 6 Tagen. Am 14. Juni treffen die Franzosen bei Marengo, rund 60 Kilometer von Mailand entfernt, auf die Österreicher.
Als der Tag zu Ende geht, sind 6000 französische Soldaten gefallen. Mehr als doppelt so viele Opfer gibt es bei den Österreichern. Die Franzosen haben die Schlacht gewonnen. Meine Macht hängt an meinem Ruhm, sagt Napoleon. Und mein Ruhm hängt an meinen Siegen. Zu Beginn des nächsten Jahres unterzeichnet der Kaiser von Österreich einen Friedensvertrag mit Frankreich. Großbritannien folgt seinem Beispiel ein Jahr später. Zum ersten Mal seit 10 Jahren herrscht Frieden in Europa. Bonaparte war gerade einmal 6 Monate an der Macht. Die Franzosen hatten genug Regierungen erlebt, die sich nur ein Jahr gehalten hatten. Sie dachten, Napoleon wäre vielleicht auch nur eine kurze Episode. Nach Marengo änderte sich das. Das Volk und die Oberschicht glaubten nun, dass Napoleons Herrschaft von Dauer war. Napoleon Bonaparte geht daran, seine Macht zu festigen. Er setzt eine Verfassungsänderung durch und wird im Alter von 33 Jahren erster Konsul auf Lebenszeit mit nahezu uneingeschränkter Macht. Ein König, nur ohne Krone. Je mehr Macht Napoleon bekommt, desto mehr will er. Er steigert sie Schritt für Schritt. Nie zu viel auf einmal. Und immer blickt Napoleon zurück und sagt, vergesst nicht, ich sichere die Errungenschaften der Revolution. In gewisser Weise ist Bonaparte so etwas wie die Beruhigung in Person. Er besitzt höchste Autorität. Er ist eine charismatische Figur. Sein Herrschaftssystem ist für die Epoche beruhigender, als eine Demokratie es wäre. Pour le contexte de l'époque que la démocratie. Ein neues Jahrhundert hat begonnen. Und Napoleon will dafür, dass er mindestens so gut regieren wie kämpfen kann. Eine neue Regierung, sagte zu seinem Sekretär, muss blenden und verblüffen. Er lässt Parks anlegen. Er ordert Brücken und neue Uferstraßen entlang der Seine. Er baut Kanäle, Wasserspeicher und Straßen. Er will Paris, wie er sagt, zur herrlichsten Stadt, die es je gegeben hat, machen und Frankreich zum größten Land der Erde. Seine politischen, wirtschaftlichen und juristischen Reformen legen den Grundstein für ein neues Frankreich. Er agiert in fantastischem Tempo. In 2 Jahren wird Frankreich komplett umgewandelt sein. Schon als er die Macht ergreift, hat er eine Vorstellung, wie ein modernes Land aussehen muss. Napoleon nimmt die ganze französische Gesellschaft in den Blick. Er etabliert eine starke, zentralisierte Staatsmacht mit einer durchstrukturierten, weitreichenden Verwaltung. Er führt einen neuen Schultyp ein, das Lycée. Er gründet eine Zentralbank, die Bank von Frankreich. Allmählich erholt sich die Wirtschaft. Neuer Wohlstand bildet sich. Ganz Europa schaut mit bewundernder Ehrfurcht auf Frankreich. Große Dichter, Denker und Musiker, Goethe, Hegel, Byron, Beethoven, sehen in Napoleon Bonaparte die Ideale der Revolution verkörpert. Il faut comprendre. Man muss sein Prestige als erster Konsul verstehen. Er ist für Europa, was Washington für die Vereinigten Staaten war. Napoleon betreibt die Kodifizierung eines neuen Rechtssystems, das feudale Privilegien abschafft und die Gleichheit der Bürger vor dem Gesetz festschreibt. Sein Code civil ist bis heute die Basis des französischen Rechts. Die Rechte und Pflichten der Bürger, das war eine Erfindung der Revolution. Aber bislang waren sie nicht in einem Gesetzbuch fixiert. Damit die Gesellschaft funktionieren konnte, mussten diese Rechte und Pflichten in ein umfassendes Rechtssystem gebracht werden. 1801 schließt Napoleon ein Abkommen mit dem Papst. Durch dieses Konkordat wird der Katholizismus Frankreichs vorherrschende, aber nicht alleinige Religion.
Napoleon selbst übt keine Religion aus, doch er sieht ihren politischen Wert. Regierte ich eine Nation von Juden, sagt er, ich würde den Tempel Salomons wieder aufbauen. Religion ist eine vorzügliche Sache, um gewöhnliche Menschen ruhig zu halten. Napoleon Bonaparte regiert mit Zuckerbrot und Peitsche. Um verdiente Männer zu belohnen, ersinnt er eine besondere Auszeichnung. Die Aufnahme in die Légion d'honneur. Mein Grundsatz ist immer gewesen, sagt er, dass Karrieren jedem Talent offen stehen, ohne Ansehen der Herkunft. Er glaubt an die Gleichheit. Jeder soll seinen Fähigkeiten gemäß aufsteigen können, so wie er selbst. Doch für alle, die außer Gleichheit auch noch Freiheit wollen, hat er kein Verständnis. Er regiert mit eiserner Faust und zermalmt jeden, der es wagt, gegen ihn aufzubegehren. Parlament und freie Wahlen werden zur Farce. Napoleon glaubte an eine Regierung für die Bürger, nicht durch die Bürger. Er führte die Franzosen zu dem zurück, was sie vielleicht einmal gewollt hatten. Eine freundliche Monarchie, ein wohlwollender Regent oder zumindest einer, der einen wohlwollenden Eindruck machte. Napoleons Frankreich ist ein Polizeistaat mit Joseph Fouché an der Spitze der Geheimpolizei. Man sagt, Fouché habe ein Herz hart wie Diamant, einen Magen aus Eisen und ein Auge ohne Tränen. Fouché handelt auf Napoleons Geheiß. Er setzt Theaterstücke ab und verbietet Zeitungen. Er unterhält ein dichtes Netz von Spitzeln. Sie besuchen einen Salon, da ist ein Spitzel. Sie gehen in ein Bordell, da ist ein Spitzel. Sie gehen ins Restaurant. Überall sind die Spitzel der Geheimpolizei und horchen, was man sagt. Es ist unmöglich, etwas zu sagen, es sei denn, Napoleon will es. Er kontrolliert die Presse. 1799 gibt es 60, 70 Zeitungen in Paris. 1814 sind nur noch 4 davon übrig. Ich wurde genährt vom Gedanken an die Freiheit, sagt Napoleon. Aber ich warf sie beiseite, als sie mir den Weg versperrte. Während Napoleon regiert, erfüllt Josephine die Rolle der First Lady mit Anmut und Stil. Inzwischen zieht sie die Abgeschiedenheit von Malmaison dem Pariser Trubel vor. Aus Rücksicht auf seine Frau hat Napoleon Malmaison zu seinem ländlichen Regierungssitz gemacht. Er arbeitet unermüdlich, 7 Tage die Woche. Oft 18 Stunden am Tag, Monat für Monat. Wenn er sich überhaupt jemals entspannt, dann in Malmaison bei Josephine. Malmaison war Napoleons friedlicher Hafen, wo er immer von Josephine erwartet wurde, wo er Ausgleich und Ruhe fand. Sie war eine äußerst sanfte Frau, das genaue Gegenteil von ihm, ein Anti-Napoleon. C'était l'anti-Napoléon. Napoleon. 1803 herrscht immer noch Frieden zwischen Frankreich und den anderen europäischen Großmächten. Das einzige Land, das Napoleon beim Blick über Frankreichs Grenzen zu fürchten hat, ist Großbritannien. Das Land mit der größten Seestreitmacht der Welt. Das Land mit immensem Reichtum. Frankreich und Großbritannien haben einen Friedensvertrag unterzeichnet, aber niemand glaubt an diesen Frieden. Der Vertrag war noch nicht unterschrieben, als ein Beobachter schon prophezeite: Frieden in einer Woche, Krieg in einem Monat. England, immer wieder England.
Da gibt es immer den tiefen Gegensatz zwischen Land und Meer, zwischen der Kontinentalmacht, repräsentiert durch Napoleon, und der Seemacht mit ihrem internationalen Handel, repräsentiert durch England. Ein neuer Krieg zwischen Frankreich und England war unvermeidlich. In Wirklichkeit war der Friedensvertrag ein Waffenstillstand. Der Konflikt war nicht gelöst. Im Kampf um Einfluss, um die Vorherrschaft, waren die beiden Großmächte erst bei einem Unentschieden angelangt. Als Großbritannien am 3. Mai 1803 Frankreich den Krieg erklärt, ist im Grunde niemand überrascht. Auf beiden Seiten des Ärmelkanals nehmen die Armeen Aufstellung. Keine will die Schlacht riskieren. Frankreich wird von der britischen Flotte im Zaum gehalten. Großbritannien zögert, auf dem Kontinent zu landen. Während Napoleon abwartet und seine Truppen vorbereitet, legt er das gewohnte Selbstvertrauen an den Tag. Er glaubt nach wie vor an seinen Stern. Durch seine Siege ist Frankreich größer geworden, als es je war. Er ist der gefürchtetste Mann Europas. Seine Autorität im eigenen Land ist ungebrochen. Im Alter von 34 Jahren besitzt er die gleiche Machtfülle wie die Bourbonenkönige, die ihm vorausgegangen sind. Ihm fehlt nur noch die Krone. Sie will er jetzt erringen. He wished to be a king. Er wollte König sein. Das neue Frankreich sollte als Imperium gelten, mit Napoleon als Imperator. Damit stünde er auf einer Stufe mit den großen Monarchen Europas. Er wäre ihnen ebenbürtig und kein Emporkömmling mehr. Er schien als erster Konsul alle Macht zu haben, die er brauchte. Aber etwas Wichtiges fehlte: der Fortbestand, die Dauer. Wenn er stirbt, sinkt alles, was er erreicht hat, mit ihm ins Grab. Er hat ein Imperium begründet. Er will den Fortbestand seines Werks sichern. Es ist auch seine Art und Weise zu sagen, die Errungenschaften der Revolution sind nicht mehr rückgängig zu machen. Am 2. Dezember 1804 zieht der kaiserliche Festzug durch Paris. Per Senatsproklamation und Volksabstimmung, beides sorgfältig von Napoleon arrangiert, hat sich sein Wunsch erfüllt. Er wird Kaiser von Frankreich werden. Sobald ein Mann König wird, ist er von allen anderen abgesondert, sagt Napoleon. Alexanders des Großen Idee, sich für den Nachfahr eines Gottes auszugeben, ist mir stets als Eingebung eines sicheren politischen Instinkts erschienen. Trotz der bitteren Kälte säumen 500.000 Schaulustige die Straßen. Napoleon Bonaparte hat jedes Detail akribisch vorausgeplant. Notre-Dame ist mit Fahnen und Wandteppichen dekoriert. Eher ein Theater oder ein römischer Tempel als eine Kathedrale. Doch Napoleon legt Wert auf den Segen der Kirche. Er hat sogar den Papst dazu gebracht, die Krönung durch seine Teilnahme zu weihen. Es war ein Geniestreich, den Papst aus Rom nach Paris kommen zu lassen. Das hieß nichts anderes als: Gott selbst erklärt, dass die Veränderungen durch die Revolution für immer etabliert sind. Langsam bewegen sich Napoleon und Josephine auf die beiden Throne zu. Sein Mantel, mit Gold und Edelsteinen besetzt, ist fast 40 Kilo schwer. Seine Brüder tragen die Schleppe. Napoleon sieht aus wie Cäsar auf einer römischen Münze. Das jedenfalls findet ein Beobachter.
Vor etwas mehr als 10 Jahren haben die Franzosen ihren König enthauptet. Jetzt krönen sie einen Kaiser. Seinen Aufstieg verdankt er der Revolution und den Kriegen, die ihr folgten. Sein militärisches Genie, sein politisches Geschick haben ihn zum Herrscher Frankreichs gemacht. Bald wird er daran gehen, Europa zu erobern. Schon jetzt plant er die Invasion Englands. Er will die Nation bezwingen, die es gewagt hat, ihn herauszufordern. Napoleon Bonaparte hebt die Krone des Kaisers von Frankreich in die Höhe und setzt sie sich selbst aufs Haupt. Dann krönt er Josephine zu seiner Kaiserin. Ich bin das Instrument der Vorsehung, sagt Napoleon. Sie wird mich benutzen, solange ich ihre Pläne erfülle. Dann wird sie mich zerbrechen wie Glas. Wohl absurdeste Feldzug in der Geschichte Frankreichs. Napoleon erobert Alexandria. Bereits am 3. Juli führt er seine Soldaten durch die Wüste Richtung Kairo, der Schlacht entgegen. Seit Jahrhunderten gehört Ägypten zum Türkischen Reich, wird aber weitgehend selbstständig von den gefürchtetsten Kriegern des Orients verwaltet, den Mamelucken. Sie sind bekannt für ihren Stolz, ihren Mut, ihre Grausamkeit. Den Franzosen sehen sie gelassen entgegen. Ein Mamelukenprinz nennt sie Eseltreiber. Er sagt: Ich werde ihnen die Köpfe abschneiden, als wären es Melonen auf dem Feld. Die Mamelucken haben nicht die geringste Angst vor Napoleon. Stolz und Härte gehören zu ihrer Tradition. Furcht hat darin keinen Platz. Nach 2-wöchigem Marsch durch die Wüste erblicken Napoleons Männer die Pyramiden. Und 10.000 Mamelucken hoch zu Pferde. Soldaten, sagt Napoleon, von der Höhe dieser Pyramiden schauen 40 Jahrhunderte auf euch herab. Die Mamelucken greifen an. Für ihre Schnelligkeit und Schlagkraft sind die stolzen Söhne der Wüste berühmt und berüchtigt. Sie sind großartig anzusehen. Sie preschen vor, die Pferde bäumen sich. Selbst Napoleon kann nicht umhin, ihren Mut anzuerkennen. Die Franzosen stehen in dichter Formation und warten, bis die Mamelucken auf 50 Schritt an ihre Reihen herangekommen sind. Die Mamelucken trotzten den Kanonen mit ihren Säbeln, mit Waffen, die im Grunde mittelalterlich waren.
Hier begegneten sich das Europa der Zukunft und ein Ägypten der Vergangenheit. Napoleon ordnete seine Armee zu 5 riesigen Karrees. Die Soldaten standen oder knieten und feuerten. Die Mamelucken ritten um die Karrees herum und wurden bald von dem einen, bald von dem anderen Karree beschossen. Als ginge sie in die Folterkammer, schreibt ein Augenzeuge. Als Josephine in Mailand eintrifft, hat Napoleon seinen Wohnsitz, den Palazzo Serbelloni, ihr zu Ehren in ein Blumenmeer verwandelt. Hier verbringen die beiden die dritte gemeinsame Nacht ihres Ehelebens. Nach 48 Stunden kehrt Napoleon in seinen Alltag, das heißt in den Krieg, zurück. Nach wie vor stellen die Österreicher eine Bedrohung dar. Doch jetzt fügt Napoleon ihnen eine ganze Reihe schwerer Niederlagen zu. Endgültig besiegt er sie im Januar 1797 in der Schlacht bei Rivoli, 90 Kilometer westlich von Venedig. Seine italienischen Erfolge begründen die Legende seiner Unbesiegbarkeit. Verewigt werden sie in heroischen Gemälden. Denn Bonaparte ist nicht nur ein glänzender Feldherr, sondern auch ein gewiefter Propagandist. Bonaparte. Von seinen ersten Erfolgen an wusste Bonaparte, dass es nicht genügt, Schlachten zu schlagen. Er setzte Bilder ein, um seine Siege in Frankreich publik zu machen. Er hatte sehr wohl verstanden, dass Kunst auch ein Mittel der Propaganda ist. Nach jedem Sieg bestellte er ein Bild. Er diktierte das Thema, die Darstellung der Personen. Er ging so weit, das Bildformat vorzuschreiben. Von Anfang an arbeitete Napoleon an seinem Bild. Er präsentierte seine Version der Geschichte. Um seine Siege zu verherrlichen, gründete er sogar 2 Zeitungen, den Kurier der Italienarmee und Frankreich aus Sicht der Italienarmee. Einige Ausgaben redigierte er eigenhändig. Über sich selbst schrieb er: Bonaparte fliegt wie der Blitz und schlägt zu wie ein Donnerkeil. Bonaparte vole comme l'éclair et frappe comme la foudre. Während sein Ruhm in Frankreich wächst, strapaziert Napoleon die Dankbarkeit der befreiten Italiener. Wo er auf Widerstand trifft, plündert er Städte, brennt Dörfer nieder und lässt Rebellen erschießen. Viele Italiener beginnen daran zu zweifeln, dass der französische General im Namen der Freiheit agiert, besonders als er ganze Wagenladungen Gold und Silber nach Paris schickt, gefolgt von den Meisterwerken großer italienischer Maler, Michelangelo, Raphael, Tizian. Selbst die 4 Antiken, er hat Österreich bezwungen, ohne eine einzige Schlacht zu verlieren. Man führt Stücke zu seinen Ehren auf. Kupferstiche verherrlichen ihn. Er ist der Held der Nation. Die Franzosen sehnen sich nach einem starken Mann. Er soll das Chaos beenden, in das die Revolution das Land gestürzt hat. Eine Regierung löst die andere ab. Jetzt ist eine neue am Ruder. Das Direktorium, eine instabile Konstruktion, die kaum Vertrauen erweckt. Ganz Frankreich schaut auf Bonaparte. Was ist sein nächster Schritt? Im privaten Kreis sagt er: Was ich bis jetzt getan habe, ist nichts. Ich stehe erst am Beginn des eingeschlagenen Weges. Ich kann nicht länger gehorchen. Ich habe die Macht gekostet und kann sie nicht aufgeben. Aber die Frucht ist noch nicht reif. Das Direktorium ist stärker, als es scheint. 1797 wäre ein Staatsstreich verfrüht.
Doch Bonaparte hat Angst, dass sein Ruhm verblasst. Er muss nach einem weiteren Feldzug Ausschau halten, bei dem er sein militärisches Können zeigen kann, ohne ein allzu großes Risiko einzugehen. Während er auf den richtigen Moment für seine Machtergreifung wartet, nimmt Napoleon exotische Ziele in den Blick. Er schlägt einen Bogen um die britische Flotte und landet am 1. Juli 1798 mit 38.000 Soldaten in Ägypten. Er will dem Kriegsgegner Großbritannien die profitablen Handelswege nach Indien abschneiden. Ägypten ist Ägypten für die meisten Europäer noch eine Art Märchenland. Das Vielvölkergemisch in den engen, lauten Souks. Die Minarette, von denen die Angehörigen einer fremden Religion zum Gebet gerufen werden. Die Denkmäler der Pharaonenzeit im Wüstensand. Bonaparte befindet sich in einem Land voller Mythen und Legenden. In einem Land mit einer großen Geschichte. Nach militärischen Einschätzungen war sein Plan vollkommen wahnsinnig. Man hielt es damals für unmöglich, dass eine europäische Armee den Orient besiegen könnte. Der Ägyptenfeldzug ist der Mai 1796. Napoleon zieht in Mailand ein. Er wird als Befreier von der österreichischen Fremdherrschaft begrüßt. Wir sind gekommen, um eure Ketten zu brechen, verkündet Napoleon. Unser Kampf richtet sich nur gegen die Tyrannen, die euch versklavt haben. Napoleon ist nicht nur ein siegreicher General. Als Chef der provisorischen Regierung Italiens greift er nach der Macht. Er beschließt, seinem Glücksstern zu folgen, denn er fühlt sich zur Herrschaft berufen. Große Männer werden groß, sagt er, weil sie imstande sind, das Schicksal zu beherrschen. Was gewöhnliche Menschen Glück nennen, ist ein Merkmal des Genies. Ich werde außer mir sein, wenn ich heute keinen Brief von dir habe, schreibt Napoleon an Josephine. 500 oder 600 der schönsten Frauen Mailands versuchten mir zu gefallen, aber ich konnte nur an dich denken. Ich schätze den Sieg nur, weil er dir Vergnügen bereitet. Wie glücklich ich wäre, dürfte ich dir beim Auskleiden helfen, deine kleine weiße Brust. 1000 Küsse auf deine Augen, deine Lippen, deine Zunge, überall hin. Napoleon sehnt seine Frau Josephine herbei. Doch die weigert sich, Paris zu verlassen. Josephine ist verliebt in einen hübschen, jungen Leutnant der Armee. Sie betrügt Napoleon mit einem Offizier, der sicher verführerischer ist als ihr Mann. Sie liebt Napoleon nicht. Sie fürchtet, sich in Italien zu langweilen. In Paris hat sie Gesellschaft und führt ein äußerst luxuriöses Leben. Wochen vergehen, ehe sich Josephine entschließen kann, ihrem Mann nach Italien zu folgen.
Sie weinte, Bronzepferde vom Markusdom in Venedig treten den Weg nach Paris an. Die Schätze sollen bald in einem Museum zu sehen sein, das die Welt später als Louvre bewundern wird. Während seiner ganzen Italienzeit hört Napoleon nicht auf, die Österreicher zu bekriegen. Nur 2 Monate nach seinem Sieg bei Rivoli hat er sie aus Norditalien vertrieben. Er setzt ihn über die Alpen nach und steht am 7. April 1797 100 Kilometer vor Wien. Unter dem Druck des französischen Vormarschs bittet der Kaiser um Waffenstillstand. Napoleon Bonaparte verhandelt selbst mit den österreichischen Gesandten. Er will Belgien, das linke Rheinufer und eine neue norditalienische Republik, die eng mit Frankreich verbunden ist. Als die Österreicher sich seinen Forderungen widersetzen, packt ihn die Wut. Er schleudert ein kostbares Porzellanservice auf den Boden. Dasselbe wird mit eurem Reich geschehen, schreit er. Euer Reich ist nichts als eine alte Magd, die sich daran gewöhnt hat, von jedem vergewaltigt zu werden. Bonaparte führt sich auf wie ein Wahnsinniger, berichten die österreichischen Unterhändler nach Wien. On a entendu ensuite des légendes sur ce sujet. Darüber gibt es eine Menge Legenden. Napoleon hatte einen cholerischen Charakter. Er konnte sogar handgreiflich werden. Als sich die Verhandlungen zu sehr in die Länge zogen, begann er erregt auf und ab zu gehen. Dabei stieß er an einen Beistelltisch und das Service ging zu Bruch. Ob durch seine Wutausbrüche und Beleidigungen, ob durch diplomatisches Geschick, Napoleon bekommt, was er will. Er diktiert den Frieden. Und zwar ohne Weisung der Regierung in Paris. Er hatte erkannt, dass seine Fähigkeiten weit über das Militärische hinausreichten. Er war ein potenzieller Staatsmann geworden. Das registrierte man nicht nur in Italien, sondern auch in Frankreich. Ende 1797 kehrt der 28-jährige Napoleon Bonaparte nach Paris zurück. Seiner Regierung überreicht er einen Vertrag, der dem Kontinent einen fragilen Frieden beschert. Jetzt führt nur noch ein Land Krieg gegen Frankreich: Großbritannien. In nur 1,5 Jahren hat Napoleon die Italienarmee in ein schlagkräftiges Heer verwandelt.